Und damit willkommen zurück zur dritten Saison der BSG Chemie Leipzig Karriere. Eine belastende Saison liegt hinter Kröleck und den Chemikern, die in Saisonfinale Nerven zeigten. Am Ende steigte Chemnitz völlig verdient in die dritte Liga auf, Kröleck konnte dennoch stolz auf die Leistung seiner Truppe sein. Am Ende belegte man den zweiten Platz und somit die Teilnahme am DFB-Pokal. Nun steht die neue Saison vor der Tür und man kann und will sich nicht ausruhen, sondern direkt da weitermachen, wo man aufgehört hat. Kröleck musste einige Mitarbeiterplätze neu belegen, darunter ein weiterer Scout, der ebenfalls ein Ex-Bundesligaspieler ist. Michael Turk ergänzt die Scouting-Abteilung bei den Chemikern, dieser soll mit Bungert die neuen Stars von morgen an den Mann bringen. Des Weiteren holte Kröleck einen neuen Co-Trainer für die Saison. Und dieser ist kein geringerer als Oliver Neville. Oliver wird diese Saison meine rechte Hand und den Spielern mit auf die Füße schauen. Unser Ziel diese Saison steht: Aufstieg. Diese Saison darf es keine Ausreden mehr geben. Wir sind fällig. Ich habe bereits mit dem Team gesprochen und die Ziele klar formuliert. Wer nicht mitziehen will, kann gehen. So einfach ist das. Ich brauche eine Truppe, wo sich jeder für den anderen zerreißt und nicht gleich an zu heulen fängt, wenn er mal nicht von Anfang an spielt. Wir haben vier Problemkinder in der Mannschaft, sie gehören zu den Leistungsträgern im Team, zeitgleich laufen ihre Verträge aus. Wir sind aber bereits in Gesprächen und positiv gestimmt, dass wir gute Lösungen finden werden. Unser Fokus liegt selbstverständlich weiter auf der Infrastruktur, auch da hat sich nichts geändert, Kredit nur bei Aufstieg, alles andere wäre Harakiri. Ich muss los, denn vor mir liegt eine Menge Arbeit. Am Ende liefen die Gespräche 50-50. Kröleck konnte zwei der Leistungsträger längerfristig an den Verein binden, die anderen beiden dagegen entschieden sich dazu, kein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen und eine neue Herausforderung zu suchen. Kein Spieler von Chemie Leipzig mehr ist Paul Wünsch. Der Flügelspieler, dessen Vertrag auslief, wollte nach zwei Jahren einen Tapetenwechsel. Kröleck stimmte zu, wenn die Ablöse stimmt. Und das tat sie am Ende. 1,2 Millionen Euro Ablöse zahlte Aue an Leipzig, um sich die Dienste des Flügelspielers zu sichern. Kröleck war zufrieden in Anbetracht, dass man für Paul damals nichts bezahlt hatte. Eine beachtliche Summe, die aber tatsächlich noch einmal getoppt werden sollte. Was bereits viele vermuteten, wird nun Wahrheit. Shooting Star Pavlovic verlässt den Verein. Kröleck hat alles probiert, am Ende scheiterte es aber an den unverschämten Forderungen des Spielers, die Kröleck nicht bezahlen wollte oder konnte. Ich war zu Gesprächen bereit. Wenn dann aber einer vor mir sitzt, wo ich mich am Ende bei diesen Forderungen fragen muss, ob der Spieler ihm somit Code wirft, dann bin ich raus. Wir hätten uns für Pavlo gestreckt, aber ich werde hier nicht das ganze Projekt gefährden, nur weil einer meint, den Hals nicht voll zu bekommen. Was ich Ihnen garantieren kann, ist: Entweder es bezahlt einer das, was wir verlangen, oder der Spieler wird ein verschenktes Jahr haben, da kenne ich nichts. Und da ist es mir auch egal, ob er nur noch ein Jahr Restvertrag hat. Ich habe kein Problem damit, wenn junge Spieler den nächsten Schritt gehen wollen und uns verlassen wollen. Damit planen wir ja sogar. Am Ende bleibt aber das Wie. Wenn Pavlo meint, er kommt als Löwe in den Verhandlungskampf und auf der anderen Seite sitzt ein Seeigel, dann muss ich ihm sagen, mein Büro ist das Meer und im Meer ist der verkackte Seeigel der Chef und nicht der Löwe. Laut Insidern soll Pavlovic rund 400.000 Euro Gehalt gefordert haben und davon auch nicht abgewichen sein. Zur Information, das Durchschnittsgehalt des Vereins betrifft 90.000 Euro. Eine Summe, die Kröleck nie zahlen konnte, und das wusste Pavlovic. Kröleck durchschaute die Spielchen des Spielers und suspendierte ihn. Lange musste Pavlo aber nicht bleiben, denn es gab Abnehmer aus erster sowie zweiter Liga. Am Ende wurde es die zweite Liga, um genauer zu sein Eintracht Braunschweig. Kröleck zeigte einmal mehr, was für ein harter Verhandlungswolf er ist, was die Ablösesumme widerspiegelt. Er bescherte dem Verein einen echten Geldsegen, und das bei einem Jahr Restvertrag und einem Marktwert von knapp 2 Millionen Euro. Braunschweig überwies stolze 4,6 Millionen Euro nach Leipzig und Kröleck war happy. Geld, mit dem man nun eine Menge vorantreiben konnte und einige Sorgen lösen konnte. Nebenbei verkaufte Kröleck dann noch Adrian Wawczynak. Der Jugendspieler unterschrieb erst vor einem Monat einen Profivertrag, Kröleck hatte aber gar keine Verwendung für ihn. Groß Aspach bot 400.000 Euro Ablöse. Kröleck zahlte sofort das Taxi für den Spieler.
Somit nahm Leipzig über 5,8 Millionen Euro diesen Sommer ein, ein Rekordwert für die Chemiker. Kröleck drehte aber nicht durch und blieb bei seinem Vorhaben. 3,5 Millionen Euro wurden in die Infrastruktur investiert, in Form einer neuen Medizinabteilung, das Trainingszentrum wurde erweitert sowie das Vereinszentrum. Nun hat man dort noch 2 Millionen Euro zur Verfügung und wird diese ebenfalls noch in Erweiterungen stecken. 600.000 Euro wurden in Vertragsverlängerungen investiert und der Rest blieb für Neuverpflichtungen über. Und wo wir gerade bei Vertragsverlängerungen sind. Mika Bauer bleibt für weitere 3 Jahre plus Option bei den Chemikern. Ein echter Co mit Signalstärke. Denn auch Faris Youssoufa bleibt ebenfalls für 3 weitere Jahre mit Option die Nummer 1 in Leipzig. 2 absolute Säulen im Team konnte Kröleck dazu bewegen zu bleiben. Somit hielt er die Baustellen im Team sehr klein, trotzdem war er nicht untätig auf dem Markt und ließ wieder einmal seine Spürnase performen. Milan Petkovic wechselt mit sofortiger Wirkung von der TSG Hoffenheim U23 nach Leipzig. Der 21-jährige Innenverteidiger unterschreibt für 3 Jahre und kostete gerade mal 165.000 Euro Ablöse. Kröleck möchte auf der Position Breite haben, um auf unangenehme Phasen vorbereitet zu sein. Und als er vor Ort in Hoffenheim war, fiel ihm ein weiterer Spieler auf, der 0,0 Spielpraxis bekam und das Loch von Pavlovic füllen sollte. Niko Kovac wechselt zeitgleich mit Milan zu den Chemikern. Der defensive Mittelfeldspieler hat mit seinen 19 Jahren noch die ganze Karriere vor sich. Kröleck will ihn an die Hand nehmen. Aus der alljährlichen Jugendspieler-Hallenturnier-Sause sollte diesmal nichts werden. Da Kröleck dort Hausverbot bekam, weil er beim letzten Mal alkoholisiert Spielermütter angepöbelt hatte, weil die ihre Söhne nicht nach Leipzig wechseln lassen wollten. Somit brauchte man einen Plan B. Also schickte Kröleck Michael Turk zum Turnier. Und der zeigte ebenfalls sofort, warum man ihn geholt hatte. Er machte sich die Fanfreundschaft mit Eintracht Frankfurt zunütze und lotste den 18-jährigen Noah Fenio zu den Chemikern. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschreibt für 3 Jahre und soll langsam reingeführt werden, um Mike Franz zu beerben. Der Spieler kommt ablösefrei aus der A-Jugend von Eintracht Frankfurt. Kröleck war extrem happy mit diesem Sommer, untermalte aber nochmal seine Ziele. Es war ein super Transferfenster für uns diesen Sommer. Wir konnten gut auf Abgänge reagieren, haben uns finanzielle Luft verschafft und wären auch im Winter nochmal handlungsfähig. Das Ziel ist und bleibt der Aufstieg in dieser Saison. Das muss unser Anspruch mit dieser Truppe sein. Klar ist, dass das kein Selbstläufer wird. Schwächephasen kannst du dir so gut wie gar nicht in Liga 4 erlauben, sonst bist du ganz schnell weg vom Fenster. Es zählt nur Platz 1. Wir sind in jedem Mannschaftsabteil top besetzt, auch in der Breite. Wichtig wird der Fokus sein. Kriegen wir das alles hin, bin ich zuversichtlich, dass wir es als Verein packen werden. Ich bin heiß auf die neue Saison. Auf dem Papier ist man Favorite auf den Titel. Aber Papier und Platz sind 2 Paar Schuhe, wie man bekanntlich weiß. Ich werde sie nicht mehr länger auf die Folter spannen, denn auch wir wollen, dass es losgeht. Packt Kröleck im 3. Anlauf den ersehnten Aufstieg oder bleiben am Ende wieder nur lange Gesichter? Finden wir es heraus in der 3. Saison der BSG Chemie Leipzig Karriere. Viel Spaß und bis bald. Willkommen zurück! Da sind wir wieder! Sollte das aus dem etwas anderen Kopf sein, nur statt Seeigel war es Thunfisch im Film? Nee, das war tatsächlich ein Bernd Stromberg. Das war ein echter Bernd Stromberg. Man könnte meinen, ich gucke am Abend gerade wieder die ganze Zeit Stromberg, oder? Ja, das ist passiert. Pavlovic, ich konnte mit dem verlängern. Es hat angefangen bei 400.000 Gehalt und der Balken unten war nicht mal zu sehen. Da war das Ding ganz schnell für mich durch. Und Pavlo konnte ich überall hin verkaufen, egal ob Erstliga, Zweitliga, Ausland, was weiß ich. Aber Eintracht Braunschweig waren die entspanntesten Verhandlungspartner und ich konnte das Ding hochbügeln von 4 auf 4,6. Alle anderen sind abgesprungen. Somit geht er nach Braunschweig, wir kriegen 4,6 Millionen, was fucking viel Geld ist für uns. Was Pavlo jetzt verdient, kann ich dir gar nicht sagen. 300. Auch zu viel. Auch too much. Ja, und Paul Wünsch, wie gesagt, der wollte gar nicht verlängern. Und wir konnten uns halt nicht erlauben, da in den Tanz zu gehen und zu spekulieren. Der war eh nicht erste Wahl. Wir sind auf rechts solide mit Jindawi und Kessler. Passt für mich. Links haben wir mit
Bau eine Verlängerung gestartet, die sehr, sehr wichtig war. 4-Sterne-Time, 4,6. Ja, der hatte nur ein Jahr Restvertrag. Das ist halt krass. So, hätte ich halt auch nicht mitgerechnet. Aber für links haben wir, wie gesagt, Bau und wo ist denn hier der Dings? Wir hätten den noch, wenn alle Stricke reißen. Mast haben wir auch noch, das passt. Da können wir mit arbeiten. Zweite sieht auch gut aus, die haben wir alle geholt. Den haben wir geholt. Bockstarkes Ding in Chat. 3 Jahre Vertrag. Wenn der sich hier weitermacht, der hätte jetzt schon Potenzial für den ersten. Aber wie gesagt, wir haben dort, den können wir nicht rausnehmen. Das haben wir gelernt letzte Saison. Und Zimmermann ist halt noch einen Tacken stärker. Ne? Hat halt auch den Stern gekriegt. Wollte ich jetzt nicht da unten packen. Aber ich denke, das passt auf jeden Fall. Einige Verträge verlängert, unter anderem Kröleck. Bis 2030. Den Vertrag hier ein bisschen angepasst alles. Kessler verlängert. Und weiß ich nicht was. Wir haben aber ein großes Problem. Achso, und den habe ich noch geholt. Für 100.000, glaube ich, irgendwie sowas, ne? Ja, 165.000. Auch sehr stabil. Und Kovac noch, der Vollständigkeit halber. Das wird der Pavlo-Ersatz werden. Den haben wir für 400. Ja, für glatt 400.000 haben wir den geholt. Haben wir das Geld gut investiert? Ich denke, das war eine Baba-Transferphase. In Anbetracht, dass wir jetzt bei den Baukosten ein bisschen was machen können. Und somit da den Verein weiter nach vorne bringen. Ich habe ein Problem, Chat. Ich habe ein ganz großes Problem. Und das wollte ich nicht in den Breaking News machen, sondern jetzt hier. Ihr seht selber schon, aber mit Bravo stimmt was nicht. Der hat schon wieder minus 29. Der ist der einzige Spieler, der so viel Minus hat und jetzt übergreifend schon die Saison. Da geht gar nichts. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir den halt verleihen. Ja, das wird dieses Keke-Top-Schallenberg-Syndrom sein. Ich dachte, wir haben es in den Griff gekriegt, aber der wird immer schlechter. Und wenn ich jetzt eine Halbserie warte, Chat, haben wir das Problem, wird der in der Halbserie noch schlechter. Verleihen wir den jetzt, ist das in der Regel immer weg. Das Problem ist dann, was machen wir im Sturm? Der wäre sowieso mittlerweile Stürmer Nummer 1, weil der hat mit einer Form 9 ist der schon einen Punkt stärker und die Werte kann ihn ja auf der Bank lassen. Das geht nicht. Verkaufen will ich den nicht, weil der erst 19 ist. Ich will den nicht verkaufen. Verleihen könnten wir den. Der ist viel zu talentiert für dein Team. Wir haben viel größere Talente im Team. Der hat doch das Problem auch nicht. Der hat das Problem von Anfang an nicht gehabt. Das gleiche ging für Pavlovic. Pavlovic hätte sich auch nicht entwickeln dürfen dann. Aber dann würde ich den verleihen. Und ich habe wieder probiert, einen ablösefreien Spieler zu holen und es hat wieder nicht funktioniert. Der hat wieder abgelehnt, obwohl alles komplett voll war. Ja, der hat gut genetzt, aber mittlerweile, der wird halt immer schlechter und extrem schlechter. Ihr könnt eine Abstimmung machen, ja. Verkaufen werde ich den nicht. In Lübeck wird der spielen, Chat. In Lübeck wird der safe spielen. Und Lübeck spielt, glaube ich, auch oben mit, ne? Normalerweise. Wir schicken den nach Lübeck. Nee, Regio, Oberliga will ich den nicht verleihen, Chat. Der hat ja schon in der Regio gezeigt, dass er netzen kann. Wuppertal, den können wir hier rüber abbrechen gleich, Chat. Der hat drei Leihen jetzt zur Auswahl, wo wir für einen uns entscheiden können. So, wir haben aber jetzt das Spiel, heißt, ich muss den auf jeden Fall erstmal hochziehen. Nächstes Spiel. Weil eine Verletzung lässt das Ganze halt hier kippen. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Franco Di Santo. Ich guck mal, was wir sonst noch kriegen. Das Problem ist, ich habe noch nie jemanden hiervon bekommen. Oh, perfekt, Alter. Alles klar, Bruder. What the fuck? Dem mit Selbstvertrauen? Sven Aaron Gudjonsson. Ist das der Sohn von Dings Gudjonsson, Chat? Lol, dann ist das der von Dresden, oder nicht? War der nicht bei Dresden? Der kann halt alles spielen, Alter. Aber ich glaube nicht, dass die den abgeben. Wobei, Union 2, der deckt halt alles abgefühlt. Könnte auf Krampf sogar ZM. Ja, und so gesehen, in einem Jahr kommt Bravo wieder, Chat, ne? Ich will die Rolle haben, weil dann garantiert kein Theater. Ich schick das mal ab, weil bei dem hier, das kannst du, weil wir hier kommt Dings mit rein, Chat. Hier kommt noch die Ablöse mit rein. Die wollen den nicht verleihen. Ich glaube nicht, dass er Topverdiener ist, oder? Der ist Topverdiener, Chat. 135. Der hat 170. Petro hat auch 100. 120. 40. 35 und 100. Der wird da schon reinpassen. Wir probieren, top oder top. Wenn er durchgeht, geht er durch. Wenn nicht, dann ist es halt so. Da müssen wir nochmal was anderes gucken. Aber ich würde sagen, wir gehen so rein. Das passt alles.
Infrastruktur wird ausgebaut, Bürogebäude und Trainingszentrum, danach haben wir noch 2 Millionen. Gehen wir rein. Aber nur 60 geil, aber ich muss halt die 900.000 bezahlen, ne? Da ist das Paket mit DeSanto schon wesentlich günstiger. Faris können wir noch die 1 geben. Jo. Let's go. Dings hat einen Bug wieder drin. Der wird immer schlechter gerade. Den müssen wir einmal abgeben. Muss Stadion nicht 10k Kapazität haben? Nee. Ich glaube erst ab Dings. Erst wenn du Fananleihen und sowas machen willst. Let's go. Gegen VfB Germania. Gut reingehen hier in den Lachs. Das muss die Aufstiegssaison werden. Und da ist er direkt. Alaoui. Mal noch ein. Für Feeling. Aber der trifft schon mal, Chat. Ist schon mal gut. Bau Franz 1-1-1. Wir werden aber erstmal nichts machen. Lass die erstmal zocken. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Zimmermann rein. Krolek rein. Jindawi rein. Oh Gott, ey. Mach doch mal ein Tor. Bei den Chancen, die wir hatten, ist das zu wenig. Viel zu wenig. Aber noch ist nichts passiert. Transfermarkt ist noch auf. Weston McKennie zu Atletico und Bellingham ist gewechselt, Chat, für 140 Millionen nach Liverpool. Wo haben wir jetzt gesagt? Nach Aachen, ne? Kaufoption keine drin. Knips haben wir da vorne, der hat doch genetzt direkt. Also besseren Stürmer werden wir für die vierte Liga nicht kriegen, wie den, den wir jetzt da gerade haben. Geht halt darum, dass wir von der Bank noch ein bisschen was bringen können. Und auf Verletzungen vorbereitet sind. Guck mal, der passt sich aber auch direkt an, ne? Wir haben den geholt und der ist direkt verletzt. Der gliedert sich perfekt ein. Hüppel, können wir mit dem noch was reden hier? Hier, gut trainiert. Ihmchen hier. Ja, bei DeSanto müssen wir warten, was passiert. Ich glaube nicht mal, dass es eine Relegation gibt, Cor. Bei Chemnitz hat auch keine Relegation. Ist einfach hochgegangen. Boboi wurde verlängert? Den konnte ich selber nicht mal verlängern. Bitte keine Feste drin. Wir steigen auf die Saison. Ich bleib dabei. Let's go. Boboi, yo, checken wir ab gleich. Können wir aber, glaube ich, auch hier gleich machen. Greifswalder. Sehr gut. Vertragsverlängerung und direkt 50.000. Auflaufprämie, Aufstiegsprämie zu 0 Bonus. What? Das ist ein bisschen viel. Zu 0 Bonus 800 ist halt echt. Puh. Ja, wobei ich lasse Franz nochmal drauf. Ui. Macht ein Tor und hat eine Note 5. Chillig. Also so wirklich, da sind wir noch nicht. Aber Kovac Note 1, Krolek mit einer 3, Jindawi 1,5, Zimmermann 2,5. Gute Noten von den Einwechselspielern. Die Frage ist, wer wird es diese Saison werden? Wird es Erfurt? Wird es Dynamo? Wird irgendjemand anders von ihr? Wird Cottbus einstarten? Stürmer trifft auf jeden Fall mal, aber war ein Zittersieg. Madison Atletico. Ja, DeSanto, jetzt muss doch langsam mal was passieren hier, ne? Franz einfach neuer Kerl. Der Typ ist krass, wirklich. Der einfach eine 72, den juckt halt gar nichts, ne? Oh, Chad, könnt ihr Wette machen gegen Schalke? Scheiße. DeSanto wird's richten, wenn der bis dahin da ist. Das wird halt eher das Problem werden. Ich glaube nicht, dass der bis dahin da ist. Franz hat schon immer Heldenstatus, Core-Gamer. Wir haben den mit Heldenstatus geholt. Komm, DeSanto, mach, Alter. Du kannst gegen den Ex-Club. Ja, Lehnwechsel ab, chillig. Und Zimmermann direkt Innenbandriss. Gut. Hätten wir doch verkaufen können. Ich dachte, das war Zimmermann, ne? Und so bist du schon in der ersten Mannschaft. So schnell geht das hier. Eieiei. Ja, alleine für den zweiten musst du den eigentlich mitnehmen, ne? Der kostet doch nichts, oder? Eigentlich musst du das mitnehmen, ne? Der hat 3 Sterne, ist erst 19. Aber ist halt nichts, was dich jetzt voranbringt. Weil eigentlich musst du das eintüten. Weil der 19 ist. Zur Not kickt er in der zweiten. Den nehmen wir so mit, Chat. Für 2 Jahre. Wenn der sich entwickelt. Aber das ist nichts, was uns jetzt irgendwie voranbringt. Oder wir sagen halt wirklich, pass auf, Martens ist derjenige, welcher. Ich habe Karim Adeyemi gelesen. Perfekt. Janscha ist natürlich nicht schlecht. Ich weiß halt nicht. Ich scout den mal, Chat. Ich will wissen, was der Standards hat. Weil Konstanzwert ist halt echt gut. Und das sieht auch sehr stabil aus. Das hier eher weniger. Aber der wird, wo wird der gespielt haben? Erste österreichische? Deal ist zu teuer, Chat. Ich probier mal Janscha. So, den haben wir schon mal. Dann geht der runter in den zweiten. Weil aus dem könnte halt was werden. Schusskraft und Antritt.
Let's go. Reserve. Und muss aufgestellt werden im Sturm. Boah, ich glaube, wir kriegen richtig auf Fresse, ne? Vom Bundesliga-Verein Zivo kriege ich tatsächlich gar nichts. Bin alle Zweitmannschaften durchgegangen. Ich glaube, da war nur dieser Deal und einer von Köln. Ich glaube, der ist auch Deal. Aber der war verletzungsanfällig. Oh boy. Uiuiui. Das könnte eine unangenehme Partie werden jetzt. Wenn dann auf jeden Fall Potenzial. Ja, das sowieso. Aber ist halt nichts für jetzt gerade. Oh, irgendwie die erste Halbzeit 0-0. Hat gut geklappt. Komm, bitte, wehrt euch einfach. Einfach wehren. Sehr gut. Faris, Junge, ich weiß, es ist dein Ex-Arbeitgeber, aber zeig es ihm doch, dass der Verkauf ein Fehler war. Die Leihe war ein Fehler. Wartet mal, ich guck mal einmal ganz kurz, wie es aussieht. Wir stellen auf Konter. Let's go! Aha, pfeif ab! Let's go! Auf Konter gestellt, oder waren wir? Gutes Geld, Chat. Richtig gutes Geld. Mike Franz. Doppelter Jippe und der Jean Daui macht den Deckel drauf. Boah. Krasse Scheiße, Alter. Ey, ich dachte jetzt, wir kriegen richtig aufs Maul, ne? Oh, komm, jetzt mal einen einfacheren Gegner. Regensburg. Bayern gegen Hertha. Oh! Dortmund raus? Dortmund, Schalke, Augsburg raus. Let's go! Boah, für Prestige ist das echt wichtig, ey. Let's go, Fanclub. Wir haben Spendablen gerade. Zusätzliches Budget, 170.000. Ist so viel in unserer Situation. Ja, du musst jetzt mal ein bisschen hier Fitness, ne? Ist ganz klar. Wie sieht das aus mit, ist Janschke weg wieder, oder? Scoute den und pack den mal ins Blickfeld. Der Traum von Europa lebt. Alle Jeppel, Junge. Hat einen guten gemacht. Um Neves nach Leverkusen. Boah, Chat. Mitnehmen, oder? Torricher 74, das geht fit. Konstanzwert 84, aber der kann Standards, Alter. Da gehen wir rein. Plus Führungsqualitäten auch nochmal 7. Oh, was für ein Stammplatz. Macht auch nicht viel. Kann ja Topverdiener sein, darum geht's ja nicht. Aber der darf nicht so viel abweichen von den Leuten, die wir haben. Ich sag mal, irgendwann müssen wir halt den nächsten Step machen. So wär's easy. Nee, höchstbezahlt ist ja gar nicht machen. Dann kaufen wir einen anderen und dann wird der immer höher gestuft. Ich schieb das durch. Entweder kommt oder kommt nicht. 200k keine Mann, der 300k Dings, dann ist er direkt wieder weg. So, Bürogebäude ist fertig. Wir können einen neuen Mitarbeiter einstellen. Und ich würde tatsächlich einen Geschäftsführer holen. Wir machen. Bürogebäude muss nochmal ein. Wie viel kostet das? 300.000. Wir machen nochmal Bürogebäude, Chat. Ist wichtig für die Mitarbeiter. Mitarbeiter, jetzt müssten wir einen mehr haben. Ich brauche einen Geschäftsführer, dass der sich um die Finanzen kümmert. Peter Knebel, alles klar. Wir machen mal einen Einjahresvertrag. Für eine Saison. Die kosten halt ein bisschen was, aber die machen halt auch eine Menge. Stabsspieler war gewollt, ja. Ich versuche halt im Nachhinein zu dribbeln. Ja, aber Freddy Dings halt. Wegen Finanzen alles. Ticketpreise und sowas. Es ist das dritte Jahr schon in der Liga am Kleben. Jeppe, Junge. Noten sehen gut aus. Ich brauche jetzt aber keine Karte, Alter. Kein Scheiß da jetzt. Jean Daui mit dem 2-0. Boah, die sind Erster. Nein, ich wusste es. Ey, da dachte er sich, ein Tor ist kacke. Ich mach mal zwei, aber ins Falsche. 1-3 gegen den Ersten. Und damit holen wir uns die Tabellenführung. Aber das ist alles... Ja, Muskelfaserriss, chillig. Das ist alles noch irgendwie... Fühlt sich das noch sehr wackelig an. Und jetzt kommt Hertha. Mann. Boah, was ist denn los hier? Gib alles, Junge. Fitness. Fitness, Fitness, Fitness.
Du hast einen guten trainiert. Der trifft gut gerade, Chat. Und jetzt kommt wieder Hertha, unser Angstgegner. Da wäre Bock drauf. Gegen Hertha 2 haben wir noch nie gewonnen, ne? Und in dieser Saison muss es jetzt passieren. Thilo mit dem 1-0. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Die Noten sehen auch gut aus. Und das sieht sehr gut aus, aber es ist wieder mindestens ein Treffer zu wenig. Komm. Let's go, Mann! Boah, das sind, glaube ich, mit die härtesten Hunde, die wir haben hier in der Liga. Guck dir das an und Lok. Wir mit Lok punktgleich. Das könnte eine ganz eklige Saison werden, Chat. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Wenn wir uns jetzt in der Saison mit Lok und den Aufstieg prügeln. Wobei, Lok ist zum Start der Saison immer stark, ne? Ja, du fängst auch langsam an. Sehr gut. Charity Gala, 2 Punkte Fanbeliebtheit, bedankt sich. Die bedanken sich alle. Ja, ich kann es jetzt ändern, Chat. Wichtig. Jetzt könnten wir nochmal. Toni Janschke. Na, verletzungsanfällig. Verletzungsanfällig ist Quatsch. Diese Lechte. Wer ist das denn hier, Alter? Zivi-Zivi-Vadatze? Aber wieso sind die Vereinslosen hier alle? Achso, hier sind zu viele Spieler, ne? Moment mal. Guardiola. Bro, was sind das denn hier für Spieler? Landry Di Marta. Aber Gehalt halt hoch, ne? Das Gehalt geht sogar. Boah, Chat. Murat? Murat Lein? Geht nicht. Scheiße, der hat nur ein Jahr Restvertrag. Den können wir uns eh nicht holen. Problem ist, hier kann ja keiner Standards. Der kann Elfmeter. Da ist auch nicht geholfen. 65. Da ist halt auch nichts, was da irgendwie... Auch nur 4 Führung. Der wäre halt echt stabil. Danny Blum. Bochumer, ne? Gewesen. Geht das nochmal? Ja! Let's go! Na, guck mal, der will 2, ne? Was hatten wir hier gerade, Chat? Hatten wir das so? Zack, 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 zack. 145? Aber da wollte er nicht, ne? Bei 145 hat er, glaube ich, abgeblockt. Das pusht halt so extrem, aber... Außer wir können den auf Scout schieben, Chat. Wir können das machen und schieben den auf Scout. Oder wir können nochmal mit dem verlängern und können das dann rausnehmen. Weil der wäre halt schon echt nicht verkehrt, glaube ich. Ich glaube, der wird netzen. Ich schicke das so ab. Und mach nachträglich nochmal eine Transfervorbereitung. Die habe ich nämlich jetzt schon wieder vergessen. Ja, der deckt halt alles ab. Für die Standards auch. Und dann wechseln die halt immer, dann passt das. Krolek ist ja eigentlich eh hängende Spitze geplant. Für Wechsel. Und dann kann der von der Bank kommen. Ist auch nicht verkehrt. Ich meine, irgendwie müssen wir halt noch hochkommen vom Gehalt, ne? Wenn wir aufsteigen, sonst kriegen wir keine Spieler. Den könnte man auch entlassen. Da musst du halt ein bisschen Geld bezahlen wieder, ne? So Abfindung. Kami ist eh vereinslos, der Spieler. Den hätten wir eh jederzeit holen können. Der darf immer wechseln. Der gehört ja keinem Verein an. Vereinslose Spieler stoßen jederzeit zum Verein. Janke Erfahrungsstufe. Ich glaube nicht, dass er gekommen ist. Mike Franz. Sensationally. Junge, was ist denn hier mit dem Spieler los, ey? Aber merkt ihr, dass es so schwer ist, vereinslose Spieler zu holen? Da kannst du drehen, wie du willst. Das ist ein richtiger Affentanz jedes Mal. Komm, mach die weg da jetzt. Jungs, was ist da los? Jindawi. Der netzt gar nicht mehr, ne? Erstes Spiel, dann drücken wir jetzt den Martens. Den hat mal an! Was ist denn da los vorne? Junge, wir haben dann 8-fache an Abschlüssen. Und wir kriegen es nicht geschissen, dann ein Tor zu machen. Lock auf 1. Super! Super toll! Jetzt schon 2 Punkte als letzte Saison. Und da wurden wir nur Zweiter. Ich meine, es ist immer noch Start, ne? Aber... Wir haben das gesehen, wenn da eine Truppe einen Lauf hat, dann ziehen die mal ganz schnell von dannen. Bürogebäude ist ausgebaut. Ich wollte irgendwas anderes. Fitnessparcours.
Der hat abgelehnt. Probieren wir es bei dem. Wäre gar nicht verkehrt, ein Sturmtank. Weil der wäre Captain da, ne? Teamplayer, professionell, mediengewandt und kann immer in Englisch. Weil der Panik, ey, da hab ich Schiss vor. Das dauert zu lange. Der hat halt normales Selbstvertrauen, der wäre direkt da. Und es kommt Lock. Na klar. Na klar. Ja, das liegt an der Turbinio. Weißt du zufällig, was wir da ausbauen mussten? Ich weiß das. Irgendwas mussten wir dafür noch ausbauen. So, ich bin jetzt Max, Max. Der wird wieder nicht kommen. Ist das Vereinsgebäude gewesen? Ja, wir haben zum Glück noch ein Vereinszentrum, was kostet. 400 ist teuer, ne? Aber müssen wir als nächstes angehen. Weil das kann ja nicht sein, wir kriegen ja nichts. Das hat an der Mannschaftsrolle auch nichts mehr zu tun. Normalerweise, wenn das Angebot so aussieht, kommen die in der Regel immer. Aber der hat halt überhaupt keinen Bock. So, du zahlst mal Kohle hier, hier wird nicht ausgeplaudert. Ja. Auch nicht gekriegt. Boah, der ist auch schon gut am Start. Derby Time, Derby. Ja, wenn das so weitergeht hier, dann ist hier jedes Spiel der Mertens. Ey, der soll doch in Sturm. Der hat auch Sturm, ne? Da war halt nichts Stürmer. Wir haben einen Stürmer geliehen, der ist jetzt in der zweiten. Laie technisch war da nicht viel. Leider. Boah, komm rein ins Derby. Wir haben halt keinen Sturmtank, Chat. Wir haben keinen Sturmtank. Ey, wir haben, glaube ich, immer gewonnen gegen Lok, ne? Ausgeglichene Partie. Wir würden normalerweise 2-0 führen, wenn der hier wüsste, wo das Tor steht. Ja! Nein! Kessler, let's go! Chat, wir sind aber trotzdem da. Wir sind irgendwie nicht da, aber in den entscheidenden Dingern sind wir da. Wieder Punkt gleich mit Lok. Ist Alaoui Sturmtank? Echt? Ich meine, er hat jetzt 3 Buden, ne? Guck mal. Der erste hat 4. Der läuft so, Chat. Wir lassen es so erstmal. Mannschaft der Woche. Der lehnt den Wechsel ab. Ah, oh Wunder. Dann soll es so sein, Chat. Dann soll das so sein. Die Hinrunde werden wir erstmal ohne Stürmer spielen. Der Bravo, der hat den Bug gehabt. So, Vereinszentrum. Bei Spielerverhandlungen. Wir haben ja gar nichts. Let's go. Wie lange dauert das? 22 Tage. Und dann hätten wir noch 800, die wir da reinkleistern können. Hopp. Hopp. Shiplock zurückholen mit 50 Torriecher, meinst du? Ist ja nicht so, dass die Stürmer... Guck mal, Chat. Er trifft doch jetzt. Wir haben nur diesen Icebreaker gebraucht, damit wir eine rote Karte kriegen bei einer 3-0-Führung. Ja, ist auch wieder toll. Ach, Chat, was machen wir? Die Halbzeit spielen wir so zu Ende. Abfahrt. Oh. Wir bringen uns immer selber in Schwierigkeiten hier. Absoluter Zittersieg. Das ist alles zu unkonstant. Oder nicht unkonstant, aber so... Wie nennt sich das? Nicht abgeklärt genug einfach. Nicht souverän, souverän. Wir haben kein souveränes Auftreten. Ich weiß gar nicht, privater Bereich, Aktien. Was macht das Kind? Ist das erwachsen oder? Mein Gott, ne, du ey. Familienausflug. Aktienmarkt. Wir haben Liverpool-Aktien geholt, Chat. Die waren auch gut. 5% Verlust ist gut. Sporting, AS Rom, Dortmund minus 10% und Manchester United plus 10%. Ja, sehr gut. So, komm, mach fertig, wir gewinnen jetzt. Und jetzt auch mal bitte ein bisschen souveräner hier. Das ist nicht souverän. Das ist eher gar nichts. Jetzt zeigt es ihn. Ja, nicht so. Kessler, ich danke dir doch. Ja! Jena wird es wohl diese Saison werden, wa? Babelsberg auch am Start. Aber noch kein richtig souveräner Stürmer, wieder wie letzte Saison, ne? Wo der dann nach 3 Spielen 40 Tore hatte. Dekas Erfahrungsstufe, Gendarme Muskel erhöht Strafen. Ja, gut. Kein IV. So, Michael Turk, was hast du denn hier? Das ist gar nichts, Junge. Maximilian erzielt 2 Tore. Jetzt, wo der gerade beim Training ist, Junge.
Guck dir das an hier. Zwei, links außen? Und du sollst hängende Spitze spielen. Was macht der denn da? Ach, spielt der jetzt nicht, ne, wegen Dings? Nein. Doch, spielt er. Oha, Chat. Vielleicht, vielleicht. Den Vertrag verlängern. Aber dann kriegen wir einen neuen Vertrag hier. Machen wir ein bisschen länger hier. Langfristig binden den Bruder. Kriegst du ein bisschen mehr, dann ist das angepasst. Ich gönne mir 2 Jahre. Kriegst einen schönen Knebelvertrag hier. Torprämie kriegst du auch noch. Bist motivierter. Bumm. Das nehme ich raus. Du kriegst doch keine. Ah, jetzt machen wir so. Wobei, ich kann auch so machen und dann so. Ja, 100 Talent spielt nicht. Gar nichts macht der. Der schimmelt vor sich hin, der Bruder. Vereinszentrum werde ich hiernach nochmal ausbauen. 1000%. Alleine für nächste Saison die ganzen Vereinslosen. Dass wir da überhaupt mal eine Chance haben. Bauer, let's go. Kessler. Ey, komm, die sind unten drin. Schieß die mal ab für ein bisschen Selbstvertrauen. Apple 3-0. Let's go. Chat, wir sind wieder da. Und Kevin Krölle kriegt jetzt nochmal die Chance hier, ne? Um sich mal jetzt zu zeigen, eine Halbzeit. Hier nehmen wir Noten mit. Petro braucht auch mal eine Note, ein bisschen Push. Guck mal, so sieht das doch schön aus. Das ist wieder scheiße, Junge. Kevin, was machen wir mit dir? Kevin rennt hier rum mit einer Note 6. Wir führen 3-0 und machen uns das Leben dann selber schwer, ne? Was machen die hier? Erster. 6 Spiele, 8 Tore. Hey, aber ein Tor hat er gemacht. Luckenwalde. Selbst Kovac ist Nationalspieler. Vereinszentrum ist ausgebaut und direkt nochmal. 1 Million? Ne, Museum, ich wollte schon sagen. Ja, und dann ist das Geld schon gefühlt weg, Chat, Alter. Krass. Geld schon weg. Aber wir konnten auf jeden Fall ein bisschen was machen. Der hat auch Länderspieldebüt. Perfekt. Fundament wird gesetzt. Ja, das ist wichtig. Plus Sponsorenplätze sind neue da. Die müssen halt auch belegt werden. Länderspieldebüt. Jindawi, Länderspieldebüt? Was? Ah, okay. Ey, Chat, wir haben Nationalspieler hier, ne, im Team. Habt mal ein bisschen Respekt, Junge. Wir haben Nationalspieler. Herzlichen Glückwunsch. Ey, ihr macht das schön. 3 Nationalspieler. So, wir haben 200 noch, ne? Ja, das kostet natürlich 300. Bauhof 275. Mann, wenigstens das nochmal. Mietskaserne ist Quatsch. Schulungszentrum könnten wir nochmal machen, Chat. Machen wir das nochmal. Schulungszentrum ist doch auch für Zuschauer wichtig, oder? Weil da stand 20% Heimvorteil. Da müssen wir halt auch ein bisschen mehr Leute ins Stadion kriegen, ne? Damit sich der Ausbau lohnt. Quicke, Alter. Wir holen den Quicke. Daniel Ginczek. Terence Boyd. Das sind nochmal andere Namen hier, ne? Oder, Chat? Simon Zoller? Leider verletzungsanfällig. Das Problem ist, Chat, der bringt halt nichts mit. Weder eine Führungsqualität noch Standardstärke. Den Torriecher haben wir halt auch schon im Team. Terence Boyd auch Standards. Bisschen dünne. Ja, ist flexibel, aber das war's dann auch, ne? Den Janscha hätte ich halt sofort geholt, aber das hier, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Ja, Kam, ich will aber kein Geld ausgeben gerade. Wenn erst in der Winterpause. Weil in der Winterpause, Chat, müsst ihr beachten, da laufen Verträge aus. Heißt, die Spieler werden günstiger. Heißt, wer können wir da einschießen für uns? Wie wenn wir jetzt einfach sinnfrei was ausgeben? Wir haben ja assi viele Stürmer im Kader. Die müssen halt langsam mal treffen. Beziehungsweise einfach konstanter treffen. Bei dem wird auch noch der Knoten. Einen besseren Stürmer wirst du sowieso nicht kriegen wie den hier. Wir machen erstmal weiter bis zur Winterpause. Wir machen erstmal gar nichts. Wir spielen ja oben mit. Es ist ja alles gut. Es wirkt halt alles nur noch irgendwie nicht so abgeklärt. Wie sowas jetzt hier wieder. Kommt da gerade so vor, als spielen wir ein bisschen hinter unseren Möglichkeiten. Ja, jetzt gerade fehlt ein bisschen Durchschlagungskraft da vorne. Das ist gerade sehr dünne. Das ist also... Das Einzige, was wir jetzt mal machen können, ist, ich kann mal den als Sturmtank packen. Und ich starte mit dem. Wir change mal das Mittelfeld.
Kessler. Kovac Vorlage. Let's go. Komm, weitermachen. Jetzt nicht wieder da Gegentore kassieren. Die sind letzter, Alter. Schieß sie bitte ab. Nimm jetzt mal ein bisschen vor mit hier. Ja, so einen Sieg haben wir mal gebraucht. Ja, genau, Junge. Super. Haben wir mal gebraucht. Dass solche Dinger immer teuer werden müssen. Warum? 5 Tage. Kannst du den einfach drin? Der ganze Team der Woche besteht aus 3 Vereinen. Wir sind ja vom Tore gegen Tore nicht viel schlechter als der Tabellenerste. Die verteilen das halt einfach besser. 4 Punkte. Ist ja nicht so, dass wir komplett abkacken. Aber eigentlich muss mit dem Kader mehr gehen. Ja, die Frau jetzt, ne? Braucht die in Topform. Auf dich kommt das an. Ey, wir haben so viele Leute über 70 hier, ne? Ey, wenn der so weitermacht, dann wird der wahrscheinlich in der Rückrunde in der ersten Mannschaft spielen. Defensive entwickeln die sich irgendwie nicht. Kröleck ZM, da muss er da jetzt aushelfen. Dann ist das so, Chat. Da muss der da eingesetzt werden, wo Not am Mann ist. Let's go! Let's go! Chat, wir holen den FB-Pokal! Keine Scheiße mehr machen jetzt hier. Was hat der hängende Spitze? 61. Nächste Runde, Chat. Runde 3. Let's go. Kovac mit einer 1. Oh. Boah, gib mir 18,60. 60. Tu es. Ja, let's go. Runde 4 ist möglich. Ist möglich. Und Rudi Frikandel kann sie warm anziehen mit seiner Basuli-Truppe da. Endstation 60, da müssen wir drüber. Wir müssen Runde 4. Oh, ist das stark, Alter. Da muss doch Prestige ein bisschen was geben. Plus Kohle. Zusätzliches Budget, gib her das Budget. Was haben wir gekriegt? 300.000, üff. Oh, Kovac, Junge, du machst einen guten. Bin ich sehr zufrieden mit dir. Ey, aber auch er hier, ne? Bisher super Leistung. Gebäude 66. Aber die IV ist gerade wieder da, endlich. Never change. Ich werde 18,60 wegmachen, weil wir jetzt nämlich einen Lauf haben. Weil wir einen Lauf haben! Was soll denn da, Chat? Haben wir einen Lauf, oder? Haben wir einen guten Lauf? Das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Es fehlt ein Stürmer und dass der nicht trifft, ich verstehe es nicht. Junge, der muss die ganze Liga zerschießen normalerweise. Aber der will nicht, ne? Weitermachen. Maximilian, ich brauch dich, ne? Also gib Gas, Junge. 97%. I need you. Kollege denkt immer, Licht am Stürmer und die meisten Gegentore kassiert. Die Defense ist auch nicht gut. Uns fehlt so dieser eine Stammverteidiger da hinten drin irgendwie. Die sind alle so gleich stark. Aber keiner übernimmt da mal irgendwie Verantwortung. Die sind alle gleich stark, alle auf einem Level. Vielleicht sollten wir da mal gucken, ob man da irgendwie rangeht oder so in der Winterpause. Ich bin echt schon kurz davor, den Janschke zu holen, ne, Chat? Den Janschke aus Gladbach. Zumindest mal für die Rückrunde. Quatsch, 73. Holy shit, Alter. Franz in die IV. Das ging letzte Saison schief, ne? Wenn ich hier ein Gegentor kassiere, werde ich safe mit Franz auch nicht auf IV gehen, weil wir haben keinen mehr. Boah, 5. 5, 5, 5. Wahr sein. Kurztrainingslager rein. Spieleraussprache rein. Weihnachtsfeier einstellen. Hier ist eine lange Pause. Hier können wir über ein Trainingslager nachdenken. Wie lange ist der weg? 12 Tage. Mann, 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 Chat, ey. Ja, der ist auch geschaut. Der ist auch nicht. Das reicht auch nicht bei dem, ey. Ja, auch nur 62. Kutucu ist leider zu schlecht. Hm. Nach der Verlängerung kam von dem auch gar nichts mehr. Letzte Saison war so stark von ihm. Der hat auf einmal auch aufgehört, Tore zu schießen.
Heckmann verletzt, Achilles sehen anderes. Ich kotze doch hier ab, ey. Im Winter das System und die Taktik ändern. Mit dem Kader muss mehr drin sein. Sollten wir das machen, werden wir auf jeden Fall nicht aufsteigen. Weil eine Taktikumstellung plus Formationsumstellung braucht in dem Spiel in der Regel immer lange. Dann ist der Teamwork direkt komplett im Keller. Das Einzige, was wir überlegen könnten, wäre einfach den noch in Sturm zu ziehen. Und dann Doppelspitze. 4-2-4 ist der, das ist sehr gewagt. Wir hätten den abgeben müssen, wa? Das ist die zweite lange Verletzung. Ja, Junge, war schön mit dir. Da kriegen wir 300, 350. Den können wir schon mal abgeben. Stabil. Mann! Daniel braucht ein Bild. Da können wir gleich in der Winterpause mal schauen. Ist ja zügig gemacht eigentlich. Ist noch zu früh. Beruhig dich ein bisschen. Hab ein bisschen Geduld. Dann wird das schon. Lass so, aber Spiel auf Konter. Das wäre eine Möglichkeit, die wir noch machen könnten. Ich freue mich gar nicht. Ich freue mich nicht. Wir machen ganz nüchtern, gucken wir drüber. 2-5, 2-5. Noten sehen ganz gut aus. Wie sieht's hier aus? Ist okay. Ja, wir schauen. Kevin Kröllig, er trifft, Chat, er trifft. Und hat trotzdem eine 4-5. Oh! Die haben verloren. Junge, ist das eng da oben. Heckmann noch verkaufen, Chat. Danke für den Call. 3,50. Will keiner zahlen. 3,40. 3,40 ist in Ordnung. In Anbetracht, dass der gefühlt 15 Wochen verletzt ist. Oder ist 15 Wochen verletzt. Gehaltstechnisch, was verdient er bei uns? 35.000. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir da was machen. Ja, super. Aber der Kuchen von Ralf Fährmann schmeckt. Immerhin eins. Unterschenkelbruch. Dass diese Saison so schwer wird, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Nee, also so schwer nicht. Müssen wir im Winter mal schauen, dass wir irgendwie so einen Standardkönig oder was finden, der auch Stamm spielt. Oder da Potenzial hat, wie gesagt, erste Elf zu spielen. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen ein Problem sein. Aber immerhin ist die IV gerade mal da. Ja, also Standards sind zu schlecht bei uns, Chat. Wir müssen Standard irgendeinen finden. Das ist zu schwer. Und der fällt uns jetzt auch noch weg, der Kessler. Deckers ist nach der Saison weg, ja. Das war eine 2-Jahres-Leihe, 7 Millionen von Groningen. Aber das war eine starke Leihe. Aber da haben wir ja in unseren eigenen Reihen jemanden, den wir jetzt immer mal wieder reinwerfen und dann mal schauen, wie er sich macht. Komm, gönn jetzt, gönn jetzt, gönn jetzt, gönn jetzt. Gebt euer Bestes. Pokalspiel 4-0 gewonnen. Runde 3. Das sieht gut aus, Chat. Gildenberg, let's go! Mika-Vorlage. Überfällig. 2 Punkte. Oh, ich habe wieder Verletzungen gelesen. Ich dachte, Jeppel ist verletzt. Live ist weg. Live ist live. Mannschaft der Woche. Präsidium zufrieden mit Kessler. Ja, bin ich auch zufrieden, dass er sich verletzt hat. Zimmermann auch wieder verletzt. Und der andere Kessler ist auch verletzt. Chillig. Wollen die auch lieber beide zusammen FM spielen, ne? Super. 8 Tage. Der hat auch schon viel Marktwert, ne? Wir snacken uns den mal, Chat. Und dann verkaufen. Weil ich mache aktuelle Saison. Was geht jetzt mit Diego Simeone bei Dortmund? Das ist eine gute Frage. Simeone bei Dortmund. Guck mal, da der hat direkt ein Gesicht gekriegt, direkt Form hoch. Würde ich auch im Real Life sehen. Simeone bei Dortmund? Die sind fucking letzter, Alter. Wie geht das? Dass du da überhaupt ein Tor kassierst. Deckers, let's go. Boah, wieder Vorlage. Zwei-eins. Jena lässt federn. Hertha 2-1. Und Lok ein Punkt dahinter. Ey, Dominik hat Bock, ne? 16 Spiele. Dominik hat Bock. Sogar ein Flügelspieler, der da die ganzen Buden macht. Weihnachtsfeier ist schon drin. Partnerin hat Geburtstag. Die soll mal lieber zusehen, dass wir noch ein zweites Kind machen.
Dari mit dem 1:0. Kevin Kröleg, let's go! Hertha hat 1:0 gegen Lok gewonnen. Also wird es wahrscheinlich Hertha werden, die Saison. Unser Gegner. Kevin ist wieder da, Chat. Kevin ist wieder auf dem Feld und der schießt weiter seine Tore. Maximilian auch ein Doppelpack? Komm doch zu uns. Komm doch, Junge. Trau dich doch mal was in deiner Karriere, sag mal. Wo war jetzt hier? Hier, Junge, macht er gut. 61. Ey, Chat! Kommt langsam. 98%. Hoffe, der kriegt einen Stern. Stern wäre wichtig. Benjamin kann... Nein. Tabelle. Bundesliga, Hannover, Schalke, Hamburg, Union unten drin und Freiburg. Hertha, stabile Mittelfeld. Karlsruhe, Köln oben. 60 ist gut für den Pokal, dass die gerade nicht gut drauf sind. Und Rot-Weiß Essen letzter. Warte, wir können einmal dritte Liga gucken, wie sich Dings macht. Chemnitz. Oha, Chat, was ist hier los? Chemnitz einfach Vierter. Machen sie gut. Die werden mit Sicherheit noch die Stürme haben. Kannst du von ausgehen. Kevin, ist gut, dass der vor der Auf- und Abwertung hier nochmal bisschen Dings kriegt. Bisschen Firmskin. Keine Gelbrote, bitte. Bitte keine Gelbrote. Jindawi, der trifft gerade auch gut. Kevin wieder als zweite Spitze vorne rein. Manni Manfred und Zimmermann mit einer Vorlage. Ja, Hertha wird eine Nummer werden, ey. 5:0 gegen Zwickau. Puh. Ja, der Haaland, alles klar. Poh. Junge, der trifft ja jede Saison, wie er will. Können wir mal machen. Alawi ist frustriert. Ich bin auch frustriert von dir, Junge. Das kann ich dir aber verraten. Das ist nicht gut. Mannschaft der Woche. Nein, 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 nein. Bloß nicht in Reserve. Sensationell. Franz, sensationell. Und Zimmermann war auch wichtig. Der von seiner Dings da runterkommt. Schöne Weihnachtsfeier, wurde ein voller Erfolg. Die Stimmung war großartig. Ihre Spieler feierten bis in die frühen Morgenstunden. Spieler verlieren 5 frische Punkte. Wir setzen mal ein Trainingslager an auf Mallorca. Freundschaftsspiel. Und hier gehen wir einmal was essen. Und dann passt das. Schön verkatert ins Trainingslager fahren. Da sehen wir uns doch. Boah, Zimmermann auch schon wieder bei einer 73, ey. Und wenn ich so oft verletzt gewesen wäre. Der macht's auch gut. Den müssen wir jetzt immer mal wieder ranführen, reinwerfen. Weil Deckers, wie gesagt, weg ist. Aber der macht das ganz gut. Auf- und Abwertung abwarten. Kurte, du bist aktuell. Ja, also jetzt nicht mehr, weil wir die Hinrunde schon gespielt haben. Aber sonst wärst du aktuell gewesen. So, let's go. Plus 1. Das war klar. Minus. Boah, keine Plus, ne? Ja, außer er wieder. Eieiei. Ui, wichtig. Die beiden Neuverpflichtungen. Auch gut. Sehr gut, sehr gut. Aber Maximilian gar nichts gekriegt, ne? Hätte schlimmer laufen können, hätte aber auch besser laufen können. Das mit dem Stürmer-Minus, das war halt scheiße, Alter. Wir können Pablo noch einmal abchecken, was der so gemacht hat. Hä? Spielt der gar nicht mehr? Hä, wo ist denn? Bin ich blind? Der ist gerade gewechselt schon wieder. Wohin denn? 27 Millionen Marktwert und der wechselt für 7 Millionen? Haben wir Geld? Wo haben wir Geld bekommen? 48.000. Hey. Auslandsklausel, das könnte sein. Ja, ja, Boost wegen höherer Liga, klar. Aber 27 Millionen ist eine Ansage. Ich meine, der sieht ja jetzt schon echt stabil aus, ne? Ja gut, dann ist hier auf YouTube jetzt Schluss. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier im Stream ranmachen, einen schlagfertigen Kader für die Rückrunde zu schaffen. Grundgerüst ist da, aber Sturmproblem ist ebenfalls noch vorhanden, was wir jetzt beheben werden. Hoffe ich doch mal. Bitte. Ich will aufsteigen. Mach's einfach.